Ja, ich bin sehr gespannt. Ich weiß, dass das ein kleinwüchsiger Mann ist und das sind bestimmt sehr interessante Menschen. Ich werde sehen, was auf mich zukommt. Walks into the room, feels like a big balloon. I said, hey girl, you are beautiful. Hey, hallo Arno. Hallo Tanja, hallo. Na? Geht's gut? Bitteschön. Dankeschön. Bitteschön. Ich war schon ganz gespannt auf dich. Ich auch. Wartest du schon länger? Ja, ungefähr eine Viertelstunde. Das geht. Eine Frau darf sich eine Viertelstunde verspielen. Ja. Ich habe für dich schöne Blumen. Oh, das ist ja lieb von dir. Vielen Dank. Wasser steht auch hier. Dann packe ich die gleich da rein. Oh, das ist ja lieb von dir. Vielen, vielen Dank. Also die zweite Frau hatte natürlich mehr Charme und sah natürlich auch viel, viel, viel besser aus als die erste. Das hat man auch gleich an Amos strahlendem Blick gesehen, dass ihm die zweite natürlich viel, viel besser gefallen hat vom Aussehen her. Du bist so ein Künstler, ne? Ja, ich bin ein Künstler und ich mache eine Show mit Seifenblasen. Oh, das stelle ich mir total schön vor. Ja. Sie haben schon gesehen? Nee, ich habe sowas noch nie gesehen. Sie war auch sehr ruhig und war auch sehr zurückhaltend, hat ihn auch ein bisschen reden lassen, hat aber auch dann wieder ein, zwei Fragen gestellt. Also so vor dem ersten Eindruck war das ganz gut. Sie suchen auch eine Partner? Ja, ich suche auch einen Partner, auch was Festes. Ich habe auch keine Lust mehr so rumzupingeln. Suchst du bitte einen kleinen Mann oder groß oder vorsichtig? Nein. Weißt du, ich finde, es kommt immer nicht drauf an. Ich habe ja durch Daniela von dir gehört, online. Und ich fand das ganz interessant, was ich von dir gehört habe. Und ich habe gedacht, warum nicht? Wir können uns ja mal treffen und kennenlernen. Ja. Und dann werden wir sehen, ne? Ja, das stimmt, ja. Und sonst, was ich will noch fragen. Ich habe vergessen es. Na, überleg. Ob ich noch Kinder haben möchte. Möchte ich nicht. Warum? Weil ich schon zwei habe. Ah, hast du schon Kinder? Ja. Oh, das ist schön. Und wie alt Kinder? Mein Sohn ist 20 und meine Tochter ist 15. 15? Oh, schön. Ich liebe Kinder. Oh, das ist schön. Der Park gibt viele schöne Sachen und sowas. Beispiel in der nächsten, ich glaube nächste Woche, gibt eine große Fest in Heide Park, wirklich Fest. Und die Kollegin hat mir, ich habe eine Einladung gekriegt mit einer Begleitung. Und leider, ich habe niemanden, mit wem ich gehen. Und weißt du, allein macht keinen Spaß. Und deswegen, ich möchte gerne dir fragen, hast du Lust, dass du mitkommen nach dieser Fest? Du, das hört sich gut an, aber ich müsste gucken, wann ist denn das? Weißt du auch nicht genau? Ich glaube, nächste Woche. Ja. Nächste Woche, ja. Wollen wir das dann so machen, dass du mir noch mal Bescheid sagst, wann das Heideparkfest anfängt? Und dann können wir uns ja noch mal zusammen telefonieren. Okay, kann man machen. Okay, ja. Aber dann möchte ich mich verabschieden. Ja. Blume darf ich nicht vergessen, ne? Danke. War sehr nett mit dir. Und wir hören voneinander wegen der Show. Ja, telefonieren, danke. Okay, bis bald, ne? Tschüss. Ja, auch. Tschüss. Also ich finde, Amo ist ein sehr interessanter Mann und bestimmt auch ein ganz lustiger. Wir werden bestimmt in Kontakt bleiben. Es geht ja auch um die Show oder um dieses Fest, was da stattfindet. Und ja, und dann werden wir weitersehen. Wirklich war eine gute Erfahrung und alles. Ich habe gedacht, es wird schlimmer, aber nichts. Und jetzt, ich wusste, wie machen wir das? Das erste Mal mit Frau treffen und alles. Und geht oder geht nichts? Das ich weiß nichts. Schau mal, was kommt. Und dann wann geht nichts. Leben geht weiter, bestimmt. Siehst du, ich habe dir doch gesagt, dass du mal ein bisschen aus dem Quark kommen musst. Ne? Und dann klappt das auch. Vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht dann beim nächsten Mal. Ja.
Nein? Schauen wir mal. Ja. Einfach aus dem Quark kommen. Okay, give me five. Yes, come on. Nein, 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 nein. Leben geht weiter und irgendwann kommt der Sonnenschein. Das muss immer positiv denken, egal was hast du für ein Problem. Auch wenn es jetzt nicht mit den Frauen geklappt hat, ich wünsche Amo ganz, ganz viel Glück, dass er doch noch mal eine ganz tolle Frau findet. Es gibt auch noch ein zweites Leben, was man genießen kann. Einfach versuchen, ist nichts einfach, aber versuchen, denken positiv und immer weiter kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ich nehme dich mit in meine Welt und ich zeig dir.